Aha, jetzt sind wir komplett. Oh ja, muss den Hintergrund noch wechseln, das ist ja klar, das müssen wir machen. Also, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr. Sie sind wahrscheinlich mit rauschenden Feiern reingekommen. So ist das zumindest hier in Westfalen gewesen. Also um 12:30 war bei mir, also absolute, ich wohne relativ zentral in der Stadt, aber es war total ruhig, also so wie man es sonst eigentlich gar nicht kennt. Trotzdem haben wir als Thema der heutigen Sitzung Finger weg, sonst sind die Finger weg. Also praktisch geht um Böllerverletzungen, Explosionsverletzungen im Bereich der Hand. Und ich freue mich, dass wir diese inzwischen doch sehr erfolgreiche Serie fortsetzen können und möchte mich ganz herzlich bei der Akademie der Unfallchirurgie, insbesondere bei der Geschäftsführung Markus Betzinger und bei Attila, der jetzt im Hintergrund wahrscheinlich ist, bedanken, dass Sie das immer perfekt organisiert haben. Ich möchte ganz gerne kurz die Teilnehmer vorstellen. Bei mir jetzt unten links, Professor Benedikt Friemert aus dem Bundeswehrkrankenhaus in Ulm und zwischen zweiter Vizepräsident der, zweiter, oder? Zweiter Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, also Incoming Präsident für 2022. Und dann haben wir Professor Thomas Gößling. Rosa Gößling, herzlich willkommen, ist Direktor der städtischen Kliniken in Braunschweig, eigentlich immer dabei. Dann haben wir Professor Andreas Eisenschenk aus Berlin-Marzahn. Andreas, ihr seid ja in vorderster Front, gerade was Handverletzungen angeht, die ganzen Polenböller. Und deshalb seid ihr auch eingeladen. Wir freuen uns auf euren Beitrag. Zu seiner Seite ist Dr. Adrian Skale, der herzlich willkommen eine kleine Präsentation vorbereitet hat, ganz aktuell berichten wird, was die Polenböller alles so drauf haben, was da alles passieren kann. Dann aus meiner Klinik, Professor Martin Langer. Martin Langer ist ein ausgewiesener Handchirurg, den ich jetzt hier schon seit über 17 Jahren genießen darf. Und Martin wird nachher über seine große Erfahrung, was die Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Handverletzungen angeht, berichten. Und nochmal von meiner Seite und in diese Runde nochmal mitgeteilt, Professor René Hartensuhr. René Hartensuhr hat vor 2, 3 Monaten, vor 2 Monaten seine APL-Professur bekommen für Unfallchirurgie. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und René Hansua ist leitender Oberarzt bei mir in der Klinik und wird die Fragen, die Sie stellen werden, und ich hoffe, dieses Medium ist ja sehr trocken und wir können uns nicht persönlich sehen, aber umso wichtiger ist es und das lebt davon, dass Sie Fragen stellen, dass Sie zwischendurch auch Ihre Erfahrungen aus Silvester, da wird der René nachher nochmal konkrete Fragen stellen, dass Sie Ihre Fragen aus Silvester oder Ihre Erfahrungen aus der Silvesternacht, ob es jetzt ruhig war oder nicht ruhig war, dass Sie das nochmal darstellen. Und die Fragen wird er praktisch aufnehmen und mir dann zukommen lassen oder den einzelnen Referenten, sodass praktisch das keine Frontalveranstaltung ist. Also, ich freue mich auf die heutige Veranstaltung und wir fangen, glaube ich, an mit Explosionen an der Hand. Benedikt, was passiert denn da eigentlich? Was ist denn da los? Ja, lieber Bitteschön. Michael, vielen Dank, liebes Publikum. Wir wollen uns jetzt als erstes ein ganz kleines bisschen mit Propädeutik beschäftigen. Ich hoffe, man sieht jetzt den Bildschirm. Und es soll, sieht man den Bildschirm? Top, kann man sehr gut sehen. Ja, es geht um ein paar grundsätzliche Sachen, was Explosionen eigentlich sind. Jeder hat wahrscheinlich so eine kleine Vorstellung davon, hat schon mal irgendwas explodieren gesehen. Wir wollen das ein ganz kleines bisschen systematisch nur ganz kurz besprechen. Also wir unterscheiden erstmal zwei Explosionsarten, nämlich die High-Order-Explosive und die Low-Order-Explosives.
Was das heißt, werde ich gleich noch an einer kleinen Tabelle zeigen. Das hat letztlich was mit der Energie und der Zeit, in der die Energie frei wird, zu tun. Dann unterscheiden wir, und da kommen wir eigentlich schon unserem eigentlichen Thema, zwischen, sage ich mal, technisch oder industriell hergestellten Explosivstoffen und eben improvisierten Explosivstoffen. Das kennen wir aus unseren Einsätzen auch. Jeder kennt Minen. Das sind letztlich industriell hergestellte Sprengstoffe. Das Gleiche haben wir im Freizeitbereich, wie eben zu Silvester mit den Böllern auch, was man an diesen beiden Bildern eben sieht. Auf der rechten Seite sieht man, dass eben jemand sich da sogar mit Gaskartuschen einen Böller, einen Sprengstoff selber hergestellt hat. Was ist jetzt nun der Unterschied? Diese Low-Odor-Explosives haben, oder alle Explosionen haben eins gemeinsam, sie haben eine Druckwelle. Und diese Druckwelle entsteht mit entsprechenden Barzahlen, also mit einem Druck. Aber die entscheidende Frage ist, in welcher Zeit wird diese Druckwelle freigesetzt? Und da ist eben alles, was unter 1500 Metern pro Sekunde an Druckwelle Ausbreitung ist, nennt man Low-Odor-Explosive. Das heißt, die laufen entsprechend langsam. Und die High-Odor-Explosives haben eine Geschwindigkeit der Druckausbreitung dieser Druckwelle, ich zeige gleich noch ein Video, bis zu 9000 Metern pro Sekunde. Und die Druckamplitude unterscheidet sich auch ganz erheblich bei den Low-Odor, weil das eben auch langsamer und mit weniger Druck läuft, erreichen Druckwerte bis über 10 Bar. Das ist also ein guter LKW-Reifen. Ein LKW-Reifen hat ungefähr 8 Bar, wenn der platzt. Aber die High-Odor-Explosives gehen bis 100.000 Bar und höher. Und alleine aus diesen beiden Zahlen kann man erkennen, dass natürlich die Belastung der Umgebung und damit auch eines Verletzten deutlich höher sind und deutlich schwerwiegender sind, als das bei den Low-Odor-Explosives ist. Also das soll nur mal so einen kleinen Eindruck geben, mit welchen Kräften und mit welchen Geschwindigkeiten und Druckwerten man es letztlich zu tun hat. Was bei jeder Explosion typisch ist, ist die sogenannte Friedländer-Kurve. Die gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben also hier irgendwo auf der linken Seite eine entsprechende Explosion. Die Ausbreitung, bei wie vielen Metern dann welche Druckwellen ankommen, ist natürlich letztlich abhängig davon, welchen Sprengstoff mit wie viel Gramm oder Kilo man verwendet. Das ist jetzt hier ein Beispiel für 100 Kilo TNT-Äquivalent. Das ist das, was Terroristen üblicherweise verwenden, also die klassische Autobombe. Aber die Kurve ist immer die gleiche. Wir haben also in einer extrem kurzen Zeit einen extremen Anstieg des Druckes. Der fällt dann irgendwann wieder ab, geht ganz kurz ins Negativ und pendelt sich dann eben in der Umgebungsdruck, mit den Umgebungsdruckwerten wieder ein. Und ganz in der Nähe haben wir Druckwerte, die so hoch sind und die so schnell entstehen, was ein Überleben nicht möglich macht, bis 17 Bar. Das ist die sogenannte Todeszone. Da versterben sämtliche Patienten, die sich in dieser Zone befinden. Und dann nimmt der Druck eben sukzessive mit der Entfernung ab, sodass wir dann eben Verletzungsmuster bekommen, die durch umherfliegende Teile hervorgerufen werden. Zum Teil wird der Patient selber beschleunigt und selber zum Geschoss, je nachdem, wie groß die Druckwelle ist. Und irgendwann mildert sich das dann ab, sodass man nur noch eine Schallwelle wahrnimmt. Diese Kurve und diese Ausbreitung ist bei jeder Explosion im Grunde genommen gleich, auch wenn es, ob es jetzt ein Böller ist oder ein militärischer Sprengstoff oder ein Terroranschlag, das ist von der Form her ziemlich egal. Explosion dabei, das ist auch eine ganz typische Eigenart. Hier jetzt mal zwei Explosionen von Böllern, um zu sehen, was passiert da. Das sind die sogenannten Polenböller. Ich lasse das Video auf der linken Seite mal laufen. Da haben wir jetzt am Anfang eher noch einen kleinen Böller. Sie sehen aber die Rauchentwicklung, die kommt eben daher von den Sprengstoffen. Hier kommt jetzt noch eine kleine, aber jetzt geht es gleich hier hinten los. Da sieht man es schon brennen. Und ich glaube, da kann man schon einen Eindruck haben, wie viel Energie da frei wird. Wenn man sich das anguckt. Ich glaube, das ist sehr eindrücklich
Und in dem anderen Video, um das nochmal darzustellen, wie viele Kräfte da frei werden und was mit dieser Druckwelle ist, wird hier wieder ein relativ kleiner Böller. Das ist ja gar nicht so groß. Ich mache das mal ein bisschen weiter, weil die haben auch Schwierigkeiten, das Ding überhaupt anzukriegen. Hoppla, Entschuldigung. Ich hätte gesagt, ich schiebe noch 5 Minuten 8 Meter hoch und ich sage nachher noch ganz. Sagen. Oh, wie sie gleich laufen wird. Ihr Muschis! Ach klar. Ob soll jetzt treffen im Buch mitzunehmen? Ist das ein 3 oder 6er? Man soll mal auf diese Verformung dieser Schubkarre achten, mal ganz abgesehen davon, wie viel Meter die hochgeflogen ist. Das soll einfach nur verdeutlichen, dass diese hohen Druckwellen eben auch bei unseren China-Böllern beziehungsweise bei diesen Polen-Böllern frei werden. Und dass es eben doch erheblichste Kräfte sind, die da wirken. Dann ist noch ein letzter Punkt wichtig bei den Explosionen, ob es in der freien Fläche oder in geschlossenen Räumen stattfindet. Denn sehr gerne werden diese Dinge ja auch in geschlossenen Räumen, U-Bahn-Schacht oder sonst irgendwas hineingeworfen. Und wenn wir im freien Gelände sind, dann haben wir eben schon gesehen, gibt es diese Ausbreitung dieser Druckwelle, die aber dann irgendwann immer schwächer wird in Abhängigkeit vom Radius. Findet das Ganze jetzt aber in einem geschlossenen Raum statt, dann haben wir natürlich zunächst die Ausbreitung, aber an den Wänden des geschlossenen Raumes werden natürlich diese Druckwellen dann reflektiert, sodass sich eben unterschiedliche Druckkurven ergeben. Das ist die Friedländer-Kurve auf der linken Seite, die haben wir eben schon gesehen. Das ist der normale Weg, wenn es im Freien stattfindet. Und wenn das Ganze in geschlossenen Räumen stattfindet, dann haben wir eben diese Wellenbewegung. Das heißt, die Kurve, die Fläche unter der Kurve und damit der Druck, der Gesamtdruck, den der Patient abbekommt, ist dann deutlich höher. So ist es zum Beispiel auch aus den Attentaten, zum Beispiel aus London, bekannt, dass die Sterberate in geschlossenen Räumen deutlich größer ist als in den offenen Räumen. Jetzt die Frage, was passiert bei den Explosionen? Und grundsätzlich haben wir, und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied bei Explosionsverletzungen, 5 Verletzungsentitäten, die gleichzeitig auf den Körper wirken. Die will ich ganz kurz einmal durchgehen. Wir werden dazu natürlich nachher noch ein paar Fälle sehen. Einmal, das habe ich eben schon gesagt, ist diese Ultradruckwelle, die so schnell und so hoch ist, wenn man zu sich in der Nähe ist, kann man das nicht überleben. Da ist im Wesentlichen die Lunge betroffen und natürlich alle hohen Organe. Man selber wird zum Geschoss, wird beschleunigt und dann kommen die sekundären Verletzungsmuster. Das sind im Grunde genommen Gegenstände, die durch die Explosion beschleunigt werden und dann wie Geschosse hier in den Körper eindringen. Manchmal sind solche Explosionssubstanzen ja auch mit Fremdkörpern schon gespickt, sodass die primär beschleunigt werden. Das ist die Haupttodesursache bei Explosionsverletzungen, eben diese perforierenden und penetrierenden Verletzungen. Die tertiären und quartären sind dann letztlich die Verbrennungen als Quartäre oder auch die Gase, zum Teil Benzin. Wir haben eben auch diese selbstgebastelte Bombe gesehen mit dem Gas und eben die Hitze. Und als Tertiäre bezeichnet man das, wenn wir selber als Geschoss quasi durch die Gegend geschleudert werden und dann irgendwo anprallen. Das ist im Grunde genommen dann unser stumpfes Trauma, was wir aus dem täglichen Leben kennen. Und die Quintären sind dann solche Verletzungen, wo eben Patienten schwere Vorerkrankungen zum Beispiel haben, dass noch Intoxikationen dabei sind, dass Beimengungen dabei sind, dass CRBN-Stoffe dabei sind oder Ähnliches. Und das Besondere ist eben, dass bei den Explosionsverletzungen in der Regel primäre, sekundäre, tertiäre und quartäre eigentlich immer irgendwie zu finden sind, die Quintäre nicht immer. Und das macht die Verletzungsschwere eben aus. 3 Beispiele oder wesentliche Dinge. Einmal die kompletten und inkompletten Amputationsverletzungen, werden wir sicherlich gleich noch was darüber sehen. Wir sehen hier eine Hand oder hier im Bereich des Oberschenkels. Das kommt eben durch das Barotrauma und diese Blast Wave, diese Hochgeschwindigkeitsdruckwelle, die führt zu diesen Amputationsverletzungen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, gerade bei den Böllern.
Die sekundären, das sieht man hier, diese eingesprengten Teile, das trifft natürlich auch die Personen, die drumherum stehen. Hierdurch werden die meisten Verletzungen verursacht. Die Wundhöhlen sind 20 bis 25 Mal größer, als wenn wir es mit Schussverletzungen zu tun haben. Und die Gewebedrücke, die man messen kann, sind bis zu 7 Bar, die sich im Gewebe hier freimachen. Das heißt also, die Druckwelle geht in die Gewebe rein und führt da zu einem Druck, der ja 7 Bar beinhalten kann. Und das Letzte, was noch wichtig ist, gerade auch im Hinblick auf die Böller, sind natürlich die Verbrennungen und das Inhalationstrauma, was natürlich auch dazu gehört. Hier ist das Stichwort, wenn der Escherotomie zu nennen. Das heißt also das Einschneiden der Haut bei großflächigen Verbrennungen, um die Durchblutung der Extremität zu gewährleisten. Das sind die wesentlichen Inhalte und die wesentlichen Rahmenbedingungen, die Explosionsverletzungen mit sich bringen. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch auf unseren Kurs hinweisen, über den Kurs Terror and Disaster Surgical Care der AOC, wo man diese Dinge noch sehr viel intensiver lernen kann. Der Kurs geht 2,5 Tage und wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Explosions- und Schussverletzungen. Vielen Dank. Benedikt, vielen Dank. Das war ein toller Überblick und eine tolle Einstimmung in das Thema, welches ja weit über Verletzungen, die wir über Silvester sehen, hinausgeht. Und ich bin ja sicher, dass du da eine sehr große Erfahrung hast und viele, ja, wenn man fürchterliche und teilweise auch mit dem Leben kaum zu vereinbarende Verletzungen gesehen hast in den Krisengebieten. Und das wird sicherlich dann auch nochmal Thema einer gesonderten Veranstaltung sein, die wir hier nochmal durchführen. An die Teilnehmer, und inzwischen hat sich das ganz gut eingependelt, wäre jetzt meine Bitte, dass wir während der nächste Vortrag hochgelädt, Professor Martin Langer aus meiner Klinik wird gleich über Rekonstruktionsmöglichkeiten und Verletzungsmechanismen im Bereich der Hand sprechen. Wir wären natürlich schon auch daran interessiert, von Ihnen auch zu erfahren, wie es bei Ihnen Silvester war, ob es ein bisschen ruhiger war oder ob Sie auch diese ja sehr beeindruckenden und ja also Verletzungen, die Benedikt gerade gezeigt hat, mit Verletzungen praktisch, ja, wo ich habe das in einem Radiointerview gegeben, wo praktisch auch gesagt wurde, ja, also es wird so viel geböllert, dass da die Gesichter weggesprengt werden, es werden Kühlschränke gesprengt. Und das sind ja auch Sachen, diese Filme, die du da gezeigt hast, werden ja auch zum Teil auch schon im Internet hochladbar sein. Also wir wären daran interessiert, dass Sie vielleicht nochmal auch berichten, wie das bei Ihnen war. Bei uns war es in Münster relativ ruhig in Silvester, aber die Handverletzungen haben insgesamt, glaube ich, zugenommen. Das werden wir nachher auch nochmal diskutieren. Jetzt leite ich über Professor Martin Langer. Martin, erzähl was bitte über die Ausmaß von Handverletzungen, Explosionsverletzungen und deine Erfahrung aus über 30 Jahren. Ja, auch von mir aus herzlich willkommen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich das hier reinhabe. Kann man das alles sehen? Ich denke, ja. Explosionsverletzungen an der Hand. Wir haben eben gerade von Herrn von Benedikt Friem sehr schön gesehen, den Mechanismus der Explosion selbst. Ich zeige jetzt einige Sachen, was passiert an der Hand oder welches Verletzungsmuster kann man an der Hand entdecken. Das ist jetzt hier so eine etwas einfachere Verletzung beim Schlüsselgriff. Da wurde ein etwas kleinerer Böller im Schlüsselgriff gehalten und man hat entsprechend diese Explosionen, die Aufreißungen und die Schmaucheinsprengungen in das Gewebe hinein, ähnlich teilweise wie bei einer Hochdruckinjektionsverletzung. Und die Haut reißt auf und man sieht das hier, teilweise die Verbrennung und die Schmutzeinsprengung. Aber bei größeren Explosionsverletzungen, wie zum Beispiel hier, wenn man hier genau hinschaut, hier im Bereich des Tenas oder hier vom Zeigefinger, Mittelfinger oder hier auch,
wo das gesamte Daumengrundgelenk und die Tenarmuskulatur eingerissen ist. Oder noch exzessiver hier in diesem Fall, wo man hier das Sattelgelenk frei liegt, wo der Daumen abgesprengt wird. Ja. Da ist die Versorgung schlechter. Ja. Und hier sieht man auch noch die Einsprengung hier am Zeigefinger und dem Daumen. Und das ist hier ein Verletzungsmuster, das man bei Explosionsverletzungen innerhalb der Hand sehr häufig antreffen kann. Und zwar ist es so, wenn ein Hand gehalten wird, der explodiert, dann kommt es hier zu einer Explosion hier in diesem Bereich. Hauptdruckwellen. Können die anderen bitte die Mikros ausschalten? Ja. Wäre das möglich? Herr Ückenpöhler auch? Ja, Entschuldigung. Dann habe ich noch die Christi gefragt. Ja, mal ganz kurz Ruhe. Mikro bitte ausschalten. Ringfinger und Kleinfinger sowie der Daumen, das ist der Hauptdruckbereich. Und es kommt dann zu hier, zu diesen typischen Einrissen, die man sehr häufig sehen kann, wo es dann hier auch richtig in dieser Art und Weise aufreißen kann. Das heißt, die Tenarmuskulatur, die als erstes auffällt, das heißt der erste dorsale Interosseus und der Adduktor, die sind hier mit eingerissen, die sieht man auch sofort. Und auch die Innervation, wenn man diese Muskeln wieder rekonstruieren könnte, dann sind die meist hier teilweise auch denerviert. Aber die Denervation geht natürlich noch weiter. Hier sieht man den Medianus noch mit eingesprengt, eingezeichnet. Und auch die vom Medianus versorgte Tenarmuskulatur, wie der Abductor pollicis brevis oder Flexor pollicis brevis und Opponens pollicis, die sind auch mit denerviert in diesem Bereich. Also nicht nur zerrissen, sondern auch, wenn man die rekonstruiert, die sind dann zerstört, teilweise auch die Nerven und natürlich auch die Gefäße, wie man hier an diesem Fall sieht. Man sieht den Daumen hier mit einem venösen Stau, weil die Arterien abgerissen sind und noch kleine Restgefäße über die kleine dorsale Brücke intakt sind. Und hier die gesamt zerstörte Muskulatur. Hier sieht man das noch einmal ziemlich deutlich, wie die ganze Tenarmuskulatur aufgeplatzt ist. Das Bild ist natürlich schon nach dem ersten Debridement, deshalb sieht das so sauber aus. Und das ist auch ganz, ganz wichtig bei allen Handverletzungen, ein radikales, sauberes Debridement zu machen. Viele Verbrennungen kann man am Anfang gar nicht gut erkennen und die brennen nach, geben Nekrosen, dadurch eine hohe Infektionsgefahr. Und hier in diesem Fall muss man halt alles sauber eruieren, anschauen, welche Anteile verletzt sind, welche sind noch innerviert, welche sind noch durchblutet. Und was macht man hier raus? In diesem Fall, hier sieht man das nochmal von der dorsalen Seite, Röntgenbild, hier sieht man nochmal die Luxation im Sattelgelenk und die zusätzliche Fraktur. Der können, gerade durch die Druckwelle, können immer noch viele Frakturen vorliegen, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Und die Uhrzeit am Silvester ist natürlich auch immer typisch zum Zeitpunkt, wo kein anderer mehr wach ist. Und hier gilt es, gerade hier am Daumen, der nicht mehr durchblutet ist, da muss man natürlich eine Notfallrevaskularisation machen und das geht mit Venentransplantat. Und in dem Fall, den ich jetzt hier gerade gezeigt habe, habe ich, was ich sonst fast nie mache, eine primäre Nerventransplantation gemacht. Und zwar deshalb, weil direkt neben dem Venentransplantat, das ich vom Unterarm entnommen habe, ein sehr kräftiger Nerv dabei lag. Und gerade im Tenarbereich, wo sehr viele Narben erwartet werden, eine sekundäre Operation sehr viel Probleme macht. Deshalb hier als Ausnahmefall, aber wirklich nur als Ausnahmefall, eine primäre Nerventransplantation am Unterarm in einer Sitzung. Der Defekt hier ist natürlich groß und das gibt auch eine sehr große Narbenbildung. Und diese Narbenbildung, die hier entstehen wird, die muss man schon bei der primären Operation behindern oder bearbeiten, indem man zum Beispiel hier einen Kirschnerdraht so einbringt, dass der Daumen in Abduktionsstellung steht. Dann wird erstmal dieser Bereich durch eine Kunsthaut gedeckt, um eine sekundäre Operation dann wenige Tage später zu machen, um nochmal etwas alles nachzuschauen. Und dann
ist gerade für den TENA-Bereich, hat sich der Interossea Posterior Lappen sehr gut bewährt, den man hier sehr gut hineinschwenken kann. Der ist auch in einem Bereich, der nicht verletzt ist und der gibt auch von der Größe her eine ganz gute Deckung, auch von der Dicke der Weichteile her ist er sehr gut geeignet. Hier sieht man nochmal die Lappenplastik und dann hier die Einnaht in diesem Bereich und zwar in Abduktionsstellung. Und darauf muss man immer achten, dass hier in diesem Bereich, in dem Bereich der ersten Kommissur, eine sehr gute Haut ist, eine mobile Haut, wenn man das Sattelgelenk wieder jemals in Funktion bringen möchte. Wenn man das braucht man aber auch, die gute Haut in dieser Kommissur, wenn man eine Arthrodese vom Sattelgelenk um den Daumen permanent in einer guten Position, in einer guten Oppositionsstellung zu halten. Wenn das in diesem Bereich vernarben sollte in der ersten Kommissur, gibt es eine sehr starke Narbenkontraktur, wo der Daumen fast dem Zeigefinger anliegt und dadurch wird jedes Greifen fast unmöglich. Das ist jetzt hier so 3 Wochen später. Den Hebedefekt am Unterarm kann man meist deutlich verkleinern durch Mobilisation des Bereiches. Hier oben auf der Palmarseite am Unterarm sieht man noch die Entnahme von den Venentransplantaten und Nerventransplantaten. Und ein Jahr später sieht man hier diesen Bereich sehr gut verheilt und die Kommissur ist weiterhin offen. Aber die Palmarabduktion, weil die gesamte TENA-Muskulatur ja nicht mehr vorhanden war, ist schlecht und die Palmarabduktion war kaum möglich. Das ist also noch ein schlechter Griff. Hier sieht man nochmal die Frakturen. Auch hier am Ringfinger war noch eine Basisfraktur in diesem Bereich. Und wir haben uns dazu entschlossen, die Palmarabduktion durch eine Opponensplastik nach Kamitz durch den Palmaris longus, der hier in die Palmarpeneurose einstrahlt. Und hier sieht man die Palmarpeneurose, die dann hier den Flexor pollicis brevis ersetzt, hier einmacht. Und dadurch kriegt man eine relativ gute Palmarabduktion hier für den Daumen. Hier, das war jetzt noch einige Monate später. Man sieht hier diese hervorspringende Palmaris longus Sehne, beziehungsweise die Palmarapeneurose, die hier fungiert, um den Daumen abzuspreizen. Und von der Sensibilität her war das ein sehr erfreuliches Ergebnis durch diese Nerven- und Blutgefäßtransplantate. Der Patient hatte gesagt, er hätte eine 80-90%ige Sensibilität am Daumen wieder erreicht. Das als nächsten Fall möchte ich noch einen Fall zeigen. Das ist die Extremform von dieser typischen Dreiteilung bei der Explosionsverletzung an der Hand, der Daumen und die 3 ulnaren Finger und der Zeigefinger in der Mitte. Hier sieht man das noch einmal, hier noch mit viel mehr Schmaucheinsprengung. Das war ein selbstgebastelter Böller bei einem 13-Jährigen. Und hier sieht man auch, dass der Zeigefinger keine Durchblutung mehr hat und keine Nervenversorgung. Denn Medianus war zerrissen. Die Blutgefäße waren zerrissen, während hier der Daumen durch die Arteria princeps pollicis und die 3 ulnaren Finger durch die Arteria ulnaris und durch den Nervus ulnaris noch gut versorgt und innerviert waren. Der Zeigefinger war also der einzige Finger, der stehen geblieben war. Daumen und die ulnaren Finger waren abgesprengt und weil der nicht mehr durchblutet und keine Innervation mehr hatte, haben wir dann das gemacht, dass wir den Zeigefinger amputiert haben, dann hier einen transfixierenden Kirchnerdraht zur Aufspreizung der ersten Kommissur eingebracht haben, um hier wirklich einen Abstand zwischen Daumen und jetzt Mittelfinger zu halten. Die K-Drähte zeigen auch nochmal die Transfixation im Carpometacarpalgelenk. Und dann haben wir die Reste vom Zeigefinger dorsalseite hier zur Defektdeckung hier benutzt, auch erstmal Kunsthaut eingenäht und dann diesen Bereich. Und hier sieht man schon primär, dass die Funktion der Hand ohne Zeigefinger schon sehr gut funktioniert. Das sind nämlich alles funktionierende Finger, weil die Beugesehnen alle noch intakt sind. Und einige Tage später haben wir dann die Defekte, die hier noch waren, dann wieder gedeckt, auch wieder durch einen Interossea Posterior Lappen. Hier sieht man nochmal die Anzeichnung.
Der liegt auf der Linie zwischen dem Epicondylus ulnaris und dem Ulnarkopf. Und der Hauptperforator liegt von dieser Mittellinie einen Zentimeter weiter proximal. Und dann kann man ein relativ großes Areal nehmen. Und man kann auch noch die Zipfel, die an der Hand noch möglich sind, auch noch mit einbringen. Und das gibt dann die Form eines Fisches. Hier nochmal die Präparation mit den Perforatoren. Und dann wird der Fisch von distal nach proximal gebracht und hier genau in den Defekt eingebracht, sodass er hier genau hineinpasst. Hier sieht man das nochmal. Das ist jetzt eine schnellere Lösung, aber für die Funktion der Hand sehr wichtig. Und ist einer der klassischen Artikel in der Handchirurgie ist von William White mit dem Titel Why I Hate the Index Finger. Der Zeigefinger wird von vielen Patienten als der wichtigste Finger angesehen, weil man damit viele Dinge macht, nicht nur Nase bohren, sondern auch viele Dinge zum Zeigen nimmt. Aber der Zeigefinger wird zum größten Störenfried, wenn er nicht hundertprozentig funktioniert. Das heißt, ein steifer, asensibler Finger ist immer im Weg und deshalb ist die Indikation zur Zeigefingeramputation sehr groß. Hier noch einmal die Verkleinerung des Hebedefektes. Manchmal bekommt man den auch ganz zu und damit möchte ich beenden. Vielen Dank. Ja, Martin, vielen Dank. Man sieht, dass ich habe, glaube ich, euch nicht zu viel versprochen. Großartige Erfahrung. Du musst jetzt noch mal so ein bisschen zurückgehen. Also gerade bei diesen Explosionsverletzungen, wir haben ja diese vielen Schmauch, diese tiefen Schmauchverletzungen. Entscheidend ist das Debridement, wovon du ja auch gesprochen hast. Du hast ja kaum Bilder gezeigt, wo es dann losgeht. Wie lange brauchst du jetzt bei so einer schweren Zeigefinger- oder Handverletzung für das Debridement? Wie lange muss man da etwa veranschlagen? Also ich brauche da locker über eine Stunde. Ja. Nur Debridement eine Stunde. Und wenn man denkt, man hat jetzt alles sauber, dann muss man nochmal drüber gehen und nochmal wieder von vorne anfangen. Man findet immer wieder was und gerade diese Explosion, diese Druckwelle kann viele Partikel entlang der typischen Infektionswege, ähnlich wie bei einer Hochdruckinjektionsverletzung, sehr weit im Gewebe verteilen. Das muss man natürlich versuchen, möglichst herauszuholen, ohne natürlich nicht noch zusätzlich enormen Schaden anzurichten, weil man alles eröffnet hat. Aber man muss da schon sehr, sehr sorgfältig sein und sich sehr, sehr viel Zeit nehmen. Manchmal dauert das Debridement länger als die eigentliche Operation, die Rekonstruktion. Und ich glaube, was jetzt nochmal hinzukommt bei diesen Explosionsverletzungen, ist ja eben nicht nur, dass wir ein schweres Weichteiltrauma haben, sondern wir haben auch ein schweres, und das hat Benedikt ja vorhin auch gezeigt, ein schweres thermisches Trauma dabei, zusätzlich noch, dass man das also gar nicht primär immer gleich abschätzen kann. Was ist so der empfohlene Rhythmus, nachdem dann wieder nachdebridiert wird? Das ist teilweise sehr unterschiedlich, aber so bei sehr schweren Verletzungen sollte man am nächsten Tag schon nochmal nachgucken, aber spätestens nach 2 bis 3 Tagen. Gerade die Muskelnekrosen kann man dann viel besser erkennen. Gut, dann hast du, und das ist eigentlich für viele vielleicht neu gewesen, nochmal besonders darauf hingewiesen, auf diesen Effekt der Denervierung, der dort eintreten kann, gerade im Bereich des Tenarbereiches. Und dass man da ja in seltenen Fällen, das ist ja ein Ausnahmefall, den du da gezeigt hast, dass da also praktisch auch gleich eine Nerventransplantation gemacht werden kann. Das mit der in dem Fall sehr guten Ergebnis, aber willst du das noch mal ein bisschen weiter ausführen? Ja, also bei den Blutgefäßen hat man keine Chance, um das zu retten, muss man natürlich sofort Gefäße transplantieren, sonst ist ja nicht durchblutet. Bei Nerventransplantaten lässt man sich in der Regel mehr Zeit, zum Beispiel, wenn man nur eine längere Strecke überbrücken muss, wo nur ein surales Transplantat geht, das hat man ja nur zweimal. Und eventuell, wenn mehrere Nerven rekonstruiert werden müssen, hat man einmal die Möglichkeit, ein surales Transplantat zu machen. Und wenn man das zu früh macht und das ist noch
es infiziert sich, dann kann man das alles wieder wegschmeißen und hat dann kaum noch Ersatz für Nervenrekonstruktionen. Hier, deshalb habe ich auch darauf betont, dass das hier eine Ausnahme ist. Andererseits war es hier auch so, dass gerade in diesem Bereich zwischen Medianus und Tenarballen, wo eine sehr starke Zerstörung des Gewebes war, da wird ein sehr enges und sehr hartes Narbengewebe entstehen und dieses Narbengewebe ist nachher für Rekonstruktion auch schlecht. Das heißt, da muss man sehr genau abwägen, wann man was macht, aber tendenziell sollte man sich im Kopf behalten, dass man Nerventransplantate erst sekundär machen sollte. Okay. Und ich würde gerne eine Sache noch anmerken, Martin. Ich gehe da völlig konform in deiner Taktik. Ein wesentlicher Aspekt, warum man nicht gleich ein Nerventransplantat vielleicht macht, ist natürlich, dass man manchmal den Defekt im Nerven nicht ausreichend primär erkennen kann. Und deswegen gibt es ja diese zwei Schulen, primär oder sekundär. Mich würde jetzt mal deine Meinung interessieren, wie du mit Nerven umgehst, die in ihrer Kontinuität erhalten sind, aber in dem Bereich der Explosion lagen. Es ist ja häufig so, dass gerade die Nerven übrig bleiben, weil sie sehr dehnhaft sind. Und alle anderen Strukturen sind mehr oder minder nicht richtig mehr da. Wie ist da dein taktisches Vorgehen? Also das ist eine sehr gute, aber auch sehr schwierige Frage. Das muss man nämlich wirklich beurteilen. Weil Nerven, die noch erhalten sind, haben ja die gesamten Leitschienen noch da. Das heißt, die Ergebnisse können teilweise hervorragend sein. Wenn die aber in sich vernarben, kann das sein, dass die überhaupt keine Leitung haben. Und da muss man sich den Nerven wirklich sehr, sehr genau anschauen. Bei den thermischen Schäden sind die meistens ein bisschen verhärtet, dann kann man die nicht mehr gebrauchen. Bei den Druckschäden ist es auch manchmal sehr, sehr schwer abzuschätzen. In diesem Fall würde ich die Nerven erstmal belassen und dann abwarten, was kommt da, wie stark ist die Sensibilitätsrückführ. Und sobald man einen sehr starken Sensibilitätsverlust hat, oder einen fast aufgehobenen Sensibilität und kein Hoffmann-Tinelsches Zeichen, dass es wieder zurückkommt, dann würde ich da frühzeitig dran gehen und frühzeitig transplantieren, weil die Zeit ist halt das Entscheidende für die Nerven und auch für die Muskulatur, die die Nerven innervieren. Die darf nicht zu lang sein. Und es gibt aus dem Zweiten Weltkrieg eine Aufarbeitung der amerikanischen Handchirurgen über die Nervenregeneration von Woodhall und Beeb. Die haben ein ganzes dickes Buch geschrieben und die haben geschrieben, dass mit einer sekundären Rekonstruktion am Nerven man alle 6 Tage 1% der maximalen Regenerationsqualität verliert. Das heißt, wenn ich ein halbes Jahr warte, bis zur Rekonstruktion habe ich maximales Ergebnis von 30%, wenn ich ein Jahr warte 60%, anderthalb Jahre 90% Verlust. Nach 2 Jahren brauche ich da erst gar nicht, fast mich gar nicht mehr anzufangen, das gibt nur noch schlechte Ergebnisse. Andreas, seht ihr das auch so? Ja, das sehen wir auch so. Wir gehen genauso vor. Ja. Dann würde ich noch eine böse Frage hinterher stellen wollen, Martin. Wenn du der Meinung bist, dass der Nerv zwar da ist, aber du der Meinung bist, dass er eigentlich kaputt ist, debridierst du ihn? Insofern Debridierung bisher ganz sauber ist, aber zum Auffinden des Nervens ist es natürlich hervorragend, wenn der noch in Kontinuität ist. Deshalb schneide ich den nicht erst raus, außerdem verkürzen sich die Nerven sehr stark, wenn man die durchtrennt hat und man muss noch mehr Neurome proximal und distal resorzieren. Deshalb würde ich die erst intakt lassen. Jetzt noch mal eine Sache, auf die du ja auch noch mal drauf hingewiesen hast, diese Kontrakturprophylaxe, dass man die eben durchaus machen kann, indem man praktisch so einen transfixierenden Draht macht, um einfach die Distanz herzustellen und dann eben auch frühzeitige Interausseuslappen macht. Möchtest du das noch mal kommentieren oder...
ist das auch ausreichend, dass man einfach sagt, das sollte frühzeitig geschehen, möglichst im Rahmen der primären Versorgung. Jetzt hätte ich aber eine Frage an Thomas Gößling. Keine Angst. Ich meine, du hast ja auch eine riesengroße Klinik bei dir. Und die Frage ist, wir sind ja jetzt im Moment in diesen Zwängen mit den Arbeitszeitregelungen. Wer macht das nach Debridement? Ist das so, dass du trotzdem als Chef darauf bestehst, dass der primäre Versorgende, der Operateur, dass er auch am besten, weil er den Situs kennt, das Debridement, das Nachdebridement machen sollte? Oder ist das ein Dienstgeschäft? Das ist ja schwer heutzutage zu gewährleisten. Also leider ist es nicht immer so, das gebe ich zu. Also man würde es gerne haben. In der Hand kann ich es eh nicht steuern. Das ist bei uns eine ganz eigene Abteilung, die sich für die Hand dann da verantwortlich zeigt. Da ist es ein bisschen einfacher sogar, weil die ein bisschen kleiner ist als unsere Abteilung und ein anderes Dienstmodell haben. Bei uns ist es doch relativ schwierig, dass die Debridements immer wieder vom Gleichen gemacht werden. Das ärgert mich auch, aber so ist die Zeit. Benedikt, wie ist es bei dir? Mikro. Stimmt, sorry. Also bei uns ist es so, dass wir auch eine Handchirurgie haben, die aber in meiner Abteilung integriert ist. Und wir machen das dann so, dass zwar nicht die Handchirurgen dann bei solchen Verletzungen das Debridement selber machen, aber sie gehen dann auf jeden Fall mit in den Saal und gucken sich das an. Auch wenn die parallel irgendwas anderes machen, legen die großen Wert darauf, dass sie wenigstens einmal reingeguckt haben und demjenigen gesagt haben, was vielleicht noch zu tun ist, selber sich einen Eindruck von der Situation gemacht haben. Und wenn es dann an die Rekonstruktion geht, dass die das dann auch selber machen. Aber wir versuchen, dass die das schon von Anfang an dann selber behandeln. Aber das lässt sich natürlich nicht immer machen. Das ist einfach so. Ja. Andreas, habt ihr da irgendwie Regeln oder ist das ähnlich? Ja, also wenn immer möglich, derjenige, der es operiert hat, wenn nicht möglich, derjenige, der da ist. Und der muss natürlich die Informationen transportiert bekommen, die der Operateur hatte. Also das sollte zumindest gewährleistet sein, aber das ist natürlich durch die Dienstsysteme nicht immer zu gewährleisten. Also man kann aber trotzdem auch nochmal festhalten, was, glaube ich, auch wichtig ist. Und das größte Archiv bei mir in der Klinik hatte Martin Langer. Das Fotografieren des Befundes ist extrem, extrem, extrem wichtig. Nicht nur forensisch später, dass man da auch genau nachweisen kann, was man vorgefunden hat, sondern auch um den Verlauf zu machen und auch praktisch möglicherweise dann das Mehr-Augen-Prinzip dann auf diese Art und Weise umsetzen zu können. Okay, gibt es Fragen noch aus dem Auditorium? René, habe ich irgendwas vergessen? Ja, es gab eine Frage, die so ein bisschen überspitzt danach fragt, ob sich dieser Riesenaufwand denn überhaupt lohnt, wie denn das Outcome sei, was Sensibilität und Funktion angeht. Ich gebe das mal jetzt in die Handrunde weiter. Adrian Skale, willst du was dazu sagen? Kommt gleich noch was, okay. Aber... Also in dem speziellen Fall, den Martin da gezeigt hat, würde man natürlich sagen, oder prinzipiell bei diesen Verletzungsmustern, wo es um den ausgesprengten Daumen geht, mit der Luxation im Daumensattelgelenk, die sehen wir auch relativ häufig im Rahmen der Sprengverletzung. Der Daumen ist der wichtigste Finger. Wenn der irgendwie erhalten werden kann, würden wir keinesfalls zu einer primären Amputation schreiten. Ja. Das erstmal als ganz wichtige Aussage. Der Daumen ist der erhaltenswerteste Finger an jeder Hand. Man tut alles dafür, dass man ihn erhält. Und ein gefühlloser Finger-Daumen ist immer deutlich schlechter als ein fühlender. Insofern, wenn man die technische Möglichkeit hat, ein zweiseitiges Nervenrekonstruktionsschema zu fahren, dann sollte man das tun, auf jeden Fall. Und Martin, du hast das ja auch ein bisschen betont, ein Zeigefinger kann auch manchmal im Weg sein. Musst du das Mikro nochmal anmachen? Also Zeigefinger ist wirklich nur sehr wertvoll, wenn der auch hundertprozentig funktioniert. Wenn der nur ein asensibler oder schmerzhafter Haken ist, stört er mehr, als er nutzt. Deshalb ist die Indikation, den Zeigefinger zu amputieren, denke ich, unter den Handchirurgen weltweit relativ groß, auch wenn das von den Patienten anders gesehen wird.
beim Daumen ist jeder Rest vom Daumen, jeder Millimeter, der zählt. Und am Daumen, auch wenn der primär asensibel ist, es gibt auch sensible Ersatzoperationen für den Daumen, die sind immer noch wesentlich besser als irgendeine Prothese. Und deshalb ist jeder Aufwand für die Rekonstruktion des Daumens meiner Ansicht nach gerechtfertigt. Okay, gut. Ich glaube, wir haben das Thema recht umfassend behandelt. Und jetzt geht es in die Hauptstadt. Und da ist ja immer diskutiert worden, also im Vorfeld auch, was erwartet uns? Ist es wirklich so ruhig gewesen, wie das in einigen Kliniken war? Oder was habt ihr in der Hauptstadt erlebt an Böllerverletzungen, also praktisch Böllerverletzungen trotz Lockdown? Und es freut mich sehr, dass Adrian Skahle aus Berlin-Marzahn, aus der Klinik von Rosa Eigenschenk, uns dazu einen kleinen Bericht geben wird. Ja, vielen Dank auch an meine Vorredner. Ein frohes neues Jahr allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich habe jetzt die Ehre, ein bisschen Zahlen aus dem Unfallkrankenhaus Berlin zu zeigen und habe hier eine kleine Präsentation vorbereitet bekommen, wo ich erstmal danken muss meinen Kollegen Ulrike Schnick und Frank Eichenauer. Die hatten nämlich am 31.12. und am 1.1. Dienst und haben die ganzen Bilder bereitgestellt und das ein bisschen vorbereitet. Und wenn wir jetzt einmal in die aktuelle Silvestersaison gucken, dann haben wir insgesamt 6 Patienten mit konkreten Sprengkörper- oder Schusswaffenverletzungen im Operationssaal behandelt. Das klingt erstmal wenig, aber es sind alle Glasschnittverletzungen, Verbrennungsverletzungen und so weiter, die isoliert so aufgetreten sind, dort explizit nicht genannt. Das heißt, es sind reine im OP versorgte Verletzungen durch Sprengkörper oder Schusswaffen. Und wir sehen hier im Bereich der amputierten Fingerglieder oder Strahlen der Hand sind insgesamt 9 Einzelfinger oder Fingerstrahlen amputiert worden. Das sind insgesamt 1,5 pro Patient, wenn man das hier auf die Zahl in gleich 6 matcht. Der Altersschnitt ist hier ebenfalls mit aufgeführt. Der Median liegt bei 53 und wir kommen jetzt gleich zu den Zahlen zum Vorjahr. Das einmal kurz im Kopf behalten. Das variiert nämlich tatsächlich deutlich im Vergleich zur Saison 2019-2020. Da haben wir wieder isoliert betrachtet nur Sprengkörper- oder Schusswaffenverletzungen 13 Patienten im Operationssaal versorgt und die amputierten Fingerglieder waren 12. Das sind aber pro Patient nur 0,9. Das heißt, wir haben bei deutlich weniger Patienten, wenn man sagt, die Amputation oder Strahlresektion ist ein Indikator für die Verletzungsschwere, bei weniger Patienten eine deutliche Zunahme der Schwere der Verletzungen in der aktuellen Saison. Weiterhin sehen wir auch eine deutliche Veränderung der Altersstruktur. Der Median, wie gerade eben gesehen, war 53 in der aktuellen Saison. In der Vorsaison völlig anders, bei 18. Zusätzlich nochmal aufgeschlüsselt, viele Patienten mit Migrationshintergrund. Wir hatten in den vorhergegangenen Saisons auch immer eine Aufteilung, dass die Erwachsenen eher am 31. kamen und Kinder, Jugendliche, Minderjährige zumindest mit deutlicher Häufung am 1. Januar kamen. Da sind dann liegen gebliebene Sprengkörper oder Fehlzünder aufgehoben worden, mit denen gespielt worden. Und dadurch hatten wir viele kindliche Verletzungen am 1. Das war in dieser Saison auch vollständig anders. Das heißt, durch die Regularien, die es gab, scheint die Struktur deutlich verzerrt worden zu sein. Ob das ein Ergebnis am Ende gewünscht war, das darf jemand anders bewerten. Wir hatten in der deutschen... Ich glaube, die Präsentation läuft nicht. Also ich habe immer noch das erste Bild. Okay, dann muss ich hier noch mal ganz kurz gucken. Entschuldigung. So. Ich gucke noch mal ganz kurz. Es tut mir natürlich leid. So. So. Das sieht gut aus. Ist das besser?
Ja, jetzt. Okay. Das immer noch die erste Folie, jetzt haben wir die nächste. Alles klar. Wunderbar. Okay. Also, hier nochmal kurz zusammengefasst: Saison 2020-21, 6 Patienten mit einem Amputationsquotienten von 1,5 Amputationen pro Patient. Median 53. Das ist das, was wahrscheinlich gerade alle gehört haben, aber nicht gesehen haben. Die Vorsaison: deutlich mehr Patienten, geringerer Amputationsquotient. Und die Altersstruktur ebenfalls deutlich verändert. Wir haben ein paar Fälle vorbereitet, angefangen mit der schwersten Verletzung, 63-jähriger männlicher Patient, der einen selbstgebauten Kanonenschlag gezündet hat. Das ist natürlich das Maximum an Verletzung, wo man auch rekonstruktiv nur mäßig gerade tätig werden kann. Man sieht hier ausgesprengte Fingerglieder, auf den Unterseiten Beugesehnen, streckseitig dann die Strecksehnen, ausgedehnte Muskulaturverletzungen. Es gibt dafür das entsprechende Röntgenbild. Man sieht eigentlich keinen vorhandenen ersten Fingerstrahl mehr. Der Daumen war nicht mehr aufzufinden. Man sieht im CMC offen exartikuliert den Zeigefinger als Mittelhandknochen und die Phalangen nicht mehr vorhanden, beziehungsweise anteilig in den Überlagerungen hier zu sehen. Dann den Mittelfinger, wo zumindest die zwei Endglieder fehlen und eine Luxation im Grundglied besteht und dann die offenen Frakturen hier der Metakarpalie 4 und 5 mit den ausgedehnten Weichteilverletzungen, die Sie gerade eben da schon gesehen haben. Man sieht dann hier das osteosynthetische Ergebnis am Ende der Operation. Kein vorhandener Daumen, keine vorhandene Rekonstruktion, Zeigefinger ebenfalls aufgrund der Weichteilverletzung auch am Mittelfinger nichts zu retten, dann die Osteosynthesen der Metakarpalia 4 und 5. Es gibt gleich noch ein Bild von dem klinischen Ergebnis. Nächster Patient, 15-Jähriger, der einen Böller in ein Einmachglas gesteckt hat und das zugeschraubt hat. Das war auch ein sogenannter Polenböller. Ich mag den Begriff nicht, die können ja von überall kommen, aber es sind die illegalen, auch mit den anderen Sprengstoffen drin. Und der hat sich hier ausgedehnte Sprengverletzungen der Hand zugezogen, hatte aber zusätzlich auch durch die Glassplitter, das hatte Benedikt ja gerade schon sehr schön in seinem Vortrag gezeigt, Sprengeinwirkungen. Hier sieht man das CT-Kopf-Hals mit den ausgedehnten Lufteinschlüssen und den ganzen Metallartefakten, aber auch nur die größer als 4 mm, die hier auch ausgedehnt in der Nähe der Gefäßstraßen unterwegs sind. Der Patient hat viel Glück gehabt, weil es eigentlich nur Weichteilverletzungen außerhalb der Leitstrukturen waren. Dann hier weiter 57-jähriger Patient, hat ebenfalls in Polen Böller gezündet, hat diese klassischen Zerreißungsverletzungen mit Endgliedamputation, Daumen und Zeigefinger und diese offene Läsion am Mittelfinger. Das sind die passenden Röntgenbilder dazu. Hier sieht man die offenen Frakturen der Endglieder, beziehungsweise hier am Mittelfinger des Mittelgliedes. Aufgrund der Weichteilsituation muss man immer überlegen, wann ist eine Osteosynthese und ein Fingererhalt sinnvoll, was kann der Patient perspektivisch damit machen, wie wertig ist der Finger, dann am Ende auch nach Rekonstruktion, was bringt der Patient, der erhaltene Finger, der dann aber kalt, nicht beweglich und wahrscheinlich schmerzhaft ist. Das wird meistens mit den Patienten, sofern möglich, vorher noch besprochen und meistens einvernehmlich eine Lösung gefunden. Dann haben wir hier den nächsten, auch 59 Jahre alt, männlich, hat einen Böller auf dem Boden gefunden und angezündet. Fast identisches Verletzungsmuster. Es ist meistens die linke Hand, mit rechts wird angezündet, Zündschnur zu kurz oder zu lange gewartet. Und das sind diese ganz klassischen Verletzungsmuster. Je mehr Sprengkraft, desto weiter proximal geht das hier rein und zeigt dann letztlich auch die Verletzungsmuster, die Martin Langer uns gerade da präsentiert hat. Das sind die postoperativen Röntgenbilder. Hier nochmal 36-jähriger Patient wieder mit der Zeigefingeramputation und in dem Fall eine geschlossene Fraktur, einfach durch den Druck am Zeigefinger, am Daumen, hat die Osteosynthese am Daumen bekommen und die Kürzung des Zeigefingers. Und hier noch eine selbst beigebrachte Schussverletzung mit einer Kleinkaliberpistole, wo das Projektil noch in situ lag. Und dann habe ich heute noch ganz frisch bekommen Bilder von der Revision des ersten Falles, den Sie gerade gesehen haben. Und das kann ich noch mal zeigen.
Das ist nämlich, man sieht ja immer die postoperativen Bilder erst ein bisschen später und den haben wir natürlich erst temporär weichteil gedeckt. Und kann das jeder sehen? Und nicht richtig. Der ganze Bildschirm, also der Präsentation ist nicht mehr da. Okay, ganz kleinen Moment. Problemlösung folgt. So, und hier sieht man jetzt, primär gab es eine temporäre Weichteildeckung mit Coldex und dann gab es, es hätte primär auch die Möglichkeit gegeben, diese Wunde zu verschließen, aber aufgrund der Faktoren, die Martin Lange auch gerade genannt hat, späte Nekroseentwicklung der Muskulatur, Einsprengungen, sekundäre Demarkierung von Hautnekrosen und eventuell auch eine Infektentwicklung, ist es durchaus sinnvoll, einen vorübergehenden Verschluss mit Coldex herbeizuführen und dann im Second oder Third Look auch erst einen vollständigen Verschluss, entweder mit den Weichteilverhältnissen, die vorhanden sind, wie in diesem Fall, oder letztlich mit freien oder gestielten Lappentransplantationen durchzuführen. Ja, das war die Saison im Unfallkrankenhaus in Marzahn. Ich danke soweit erstmal für die Aufmerksamkeit. Adrian, vielen Dank. Das waren sehr schöne Beispiele und ich finde gerade das letzte Beispiel zeigt, es lohnt sich immer, da weiterzumachen und nicht aufzugeben. Es kommt jetzt eine Frage aus dem Auditorium. Wann ist der richtige Zeitpunkt, die Osteosynthese zu machen? Jetzt gerade, wenn wir sehen, wir haben ja vorhin auch gesehen, das brennt nach. Wir können die Tiefe des Weichteilschadens noch nicht so richtig absehen. Wann macht man eine Osteosynthese? Wir haben ja in diesen Fällen hier weitestgehend Kirschnerdraht-Osteosynthese gemacht. Der Fixateur spielt ja keine im Moment an der Hand, nicht so eine richtig große Rolle primär. Also wir setzen es schon gelegentlich ein, aber wann ist der richtige Zeitpunkt, die Osteosynthese zu machen? Also wir machen in diesen Verletzungen, sofern möglich, also irgendeine Form von Osteosynthese sowieso immer primär. Ja. Dass dann die dauerhafte Osteosynthese oder ein temporäres Verfahren ist, ist dann der einzelnen Situation geschuldet. Also diese Kirschnerdraht-Osteosynthesen, die man gesehen hat, sind bei uns immer eine Primärversorgung. Ja. Wenn man Defekte hat, wo man drüber nachdenken muss, kann man eine Rekonstruktion machen, muss man einen Beckenkammsparen einsetzen, muss man eventuell ein größeres Transplantat, eventuell auch gefäßgestielt einplanen, dann würde man natürlich das Ganze temporär versorgen, entweder mit einem Fixateur oder einem Platzhalter. Und dann, wenn die Akutsituation vorbei ist, heißt, der Patient weitgehend aus der Infektgefahr raus ist, wenn die Nekrosen sich demarkiert haben, dann würde man die definitive Rekonstruktion mit der definitiven Osteosynthese zweizeitig machen. Aber immer mit einem vorher stabilisierenden Vorverfahren, was normalerweise ein Fixateur wäre. Okay, also das ist der Bericht aus der Hauptstadt. Was gibt es aus der zweitgrößten Stadt in Deutschland, aus Hamburg zu berichten? Annika Hettich im UKE, Mitarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und sehr aktiv im Jungen Forum. Erzähl mal, was habt ihr erlebt in Hamburg? Also tatsächlich war es bei uns auch wesentlich ruhiger als die letzten Jahre. Ich muss ja dazu sagen, ich arbeite immer Weihnachten und nicht an Silvester. Deshalb gehen die großen Börderverletzungen meistens auch an meinen Diensten vorbei. Aber dieses Jahr war tatsächlich deutlich weniger los. Ich habe das heute gerade so am Rande mitbekommen in Boberg, in ja, unserem Partnerschaftsklinikum ja mittlerweile. Da gab es wohl auch eine recht große Börderverletzung mit Beteiligung der Hand, was tatsächlich Amputation der Hand geführt hat, mit auch Verletzungen im Bereich des Abdomens, weil es eben wirklich diese Sprengverletzungen auch bis zum Bauch gab und im Bereich des Auges, weshalb die Augenärzte hier bei uns aus dem UKE auch noch mit involviert waren und deshalb kam dann wieder der Kontakt auch zu uns, damit wir da einmal auf die Wunde schauen konnten. Also da so ein bisschen ja östlich der Alster, da wurde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geböllert. Hier bei uns ging es, wie gesagt, also man hat das schon gemerkt, dass gerade so im Bereich ja, Jungfernstieg, Landungsbrücken, wo sonst natürlich hier stundenlang und Tage vorher und Tage nachher geböllert wird, da weniger los war. Okay, gut.
Weitere Fragen vielleicht aus dem Auditorium. Wie sehen es jetzt die Experten? Wir wurden ja auch mal wieder angefragt. Benedikt, du bist ja auch angefragt worden sicherlich. Wie stehen wir als Unfallchirurgen oder auch als Handchirurgen zu Böllern grundsätzlich? Sollte man Böller verbieten oder dann mit dem Risiko, das haben wir ja in Marzahn gesehen, weniger, aber schwerere Verletzungen, ältere Patienten, die schwere Verletzungen hatten? Oder sollen wir sagen, okay, wir lassen es einfach so laufen? Wie steht ihr dazu? Also ich persönlich bin kein Freund von Verboten. Dafür leben wir in einer freien Gesellschaft und prinzipiell darf erstmal jeder tun und lassen, was er will. Ich glaube, der Grund für die schwereren Verletzungen ist das Verbot gewesen. Genau. Denn wenn ich die sage ich mal, sicheren, in Anführungsstrichen, aber die industriell gefertigten Silvesterböller benutze, die sind ja nun deutlich sicherer. Selbst wenn ich sie in der Hand explodieren lasse, ist der Schaden weitaus geringer als bei diesen völlig unkalkulierbaren und zum Teil mit Anreicherung auch von militärischen Sprengstoffen gebauten, wo auch immer herkommenden Böllern. Und ich interpretiere das dieses Jahr so, zwar weniger von der Menge, aber schwerer, weil nur die illegalen Böller zu kriegen waren. Und die sind halt dann auch verwendet worden, vielleicht die dann auch wieder in höherer Zahl. Ich denke, man muss diese illegalen Böller mit aller Macht bekämpfen und natürlich verbieten, aber eben auch die Wege stören und unterbrechen, wo die ins Land kommen. Aber im Grunde genommen bin ich kein Freund von Verboten und deswegen würde ich Silvesterböller an sich nicht verbieten, sondern allenfalls die Sicherheit hochschrauben, indem man vielleicht auch weniger Sprengstoffe selbst bei den konventionellen zu kaufenden noch nimmt, wie auch immer. Markus Betzinger, du hast ja im Hintergrund eine kleine Umfrage vorbereitet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie wir das am besten machen mit der Umfrage, weil da können wir natürlich jetzt schon auch über 100 Teilnehmer, das sind ja alles aktive Chirurgen, in irgendeiner Form nochmal mit reinbringen. Vielleicht, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir also während wir hier diskutieren, dass wir da also die Teilnehmer mal diese Sachen ausfüllen. Aber Thomas Gößling, du hast so ein bisschen das vielleicht anders gesehen, zumindest wenn ich deine Mimik so deuten kann. Ich konnte dich ja jetzt nicht hören, was du gesagt hast. Aber wie siehst du das mit Böllerverboten oder Einschränkungen von Böllern? Weil ich habe schon den Eindruck, dass ja insgesamt deutlich weniger passiert ist. Und es ist vielleicht auch, sind auch weniger Feuer gelegt worden. Wie ist deine persönliche Meinung dazu? Also ich bin eigentlich schon immer gegen Böller gewesen. Und ich verstehe es auch nicht. Aber dieses Jahr war es natürlich ein bisschen komisch. Es gab bei uns gab es zum Beispiel ein Böllerverkaufsverbot, aber kein Böllerverbot. Also es durfte geböllert werden. Das heißt, wenn man irgendwie an Böller gekommen ist, war es nicht verboten. Und jetzt muss ich sagen, man kann es natürlich verbieten, weil es kann ja auch nicht jeder eine Bombe zünden. Also jetzt ist ein bisschen, also irgendwo ist eine Gefahr da von den Böllern. Und ich sehe es auch aus Umweltaspekten halt sehr, sehr kritisch, so viel Feinstaub in die Luft zu. Okay, also da sind sich die Böller nicht einig. Aber ich habe... Darf ich eine andere Frage? Sag mal, für 2 Stunden erhöhte Feinstaubbelastung. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, also den einen Monat Auto fahren. Ja. Ja. Naja, also wie gesagt, da bin ich ja auf jeden Fall ein bisschen weicher so, ne? Und nicht so, aber ich hätte aber eine Frage nach Berlin, was mich organisatorisch sehr interessiert ist, wie viele Verletzungen können denn gleichzeitig dann versorgt werden? Wie organisiert man das? Wie viele Handchirurgen hat man dann pro Nacht Silvester im Dienst? Wie viele Säle hält man frei? Und für 3 Millionen Einwohner, wie viele handchirurgische Zentren gibt es denn in Berlin? Also ich muss sagen, das fand ich total imposant zu sehen, wie viele schwere Handverletzungen in einer Klinik aufschlagen und versorgt werden können. Also wir können maximal 2 schwere Handverletzungen durch unsere handchirurgische Abteilung gleichzeitig versorgen. Also wir sind im handchirurgischen Dienst Silvester am 31. und am 1. doppelt aufgestellt.
und haben zusätzlich das große unfallchirurgische Team, was in dem Fall mit Rufdiensten noch als Backup mit zur Verfügung steht. Letztlich ist es aber selten so, dass die zeitlich prekären Replantationsindikationen an diesen Tagen in der Warteschlange enden. Normalerweise geht es ja vom Verletzungsmuster in erster Linie um Weichteilversorgung, Stumpfbildung, Amputation und dann muss eventuell ein Patient mal 2 oder 3 Stunden auf seinen Eingriff warten, aber wir haben schon sehr gut zu tun. Es gibt aber auch ein bisschen weniger Saalkonkurrenz. Das heißt, dass wir weitgehend ungestört an diesen beiden Tagen mehr oder weniger durchoperieren können. Also wir, vielleicht noch eine Bemerkung, also um das mal ein bisschen konkreter zu formulieren, wir haben 2 Säle, die mit Handchirurgen bestückt werden an den beiden Tagen und wir können parallel operieren. Sollte es dazu kommen, dass 3 Replantationen in den Raum stehen, dann muss man ja fragen, was sind das für Replantationen? Wenn es Fingerreplantationen sind, haben wir viel Zeit. Wenn es eine Unterarmamputation ist, haben wir keine Zeit. Da verschieben sich ganz schnell die Prioritäten und dann wird halt die Reihenfolge verändert. Und in der Regel ist es so, auch dieses Jahr war es so, dass wir dann, also die ersten schweren Verletzungen kamen nicht vor Mitternacht, also kamen vor Mitternacht, aber es ging um Mitternacht los. Und wir hatten das alles abgearbeitet dann an dem Folgetag am Abend. Also am ersten Abend, also am 1. Januar abends. Okay, aber ihr habt wahrscheinlich trotzdem noch, Andreas, Nachdebridements gehabt, die euch ja bis jetzt noch beschäftigen. Ja, das ist klar, ja. Ja, das ist klar, ja. Okay. René, haben wir noch irgendwelche weiteren Fragen? Ich glaube, JF ist Johannes Flechtenmacher, der sich hier vorhin eingeschaltet hat. Er hat gesagt oder hat vorgeschlagen, dass man auf die Verpackung der Böller vielleicht so abschreckende Bilder, von denen wir ja immer welche reinbringen könnten, tun sollte. Ob das jetzt wirklich dazu führt, dass die Leute keine Böller kaufen, weiß ich nicht. Vielleicht kaufen sie gerade dann deshalb, das muss man auch mal sehen, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, wir werden das Thema nicht lösen können. Aber die freiheitliche Beraubung, die sonst möglicherweise im Raum steht, die ist ja sicherlich auch ein Thema. Wir können ja im Moment auch unsere Kliniken nicht zumachen wegen Corona, weil Besuchsrecht ist ja auch ein hohes Gut. Und das ist eben auch so, dass unsere Landesregierung auch bei uns jetzt gesagt hat, also ihr dürft den Patienten den Besuch nicht entsagen. Aber wir können es natürlich schon versuchen, deutlich zu reduzieren. René, habe ich noch was vergessen? Es gab noch die Umfrage. Könnt ihr die noch mal ganz kurz einblenden? Markus, ich habe die nämlich jetzt noch nicht so richtig wahrgenommen. Genau, das spiegelt eigentlich die Wortmeldung auch wieder, dass es eher ruhiger war und weniger Verletzungen zu behandeln gab dieses Jahr. Ja. Es gab noch 2, 3 Kommentare oder Fragen auch an die Experten, wie der Stand zur primären WAC-Therapie bei diesen Verletzungen ist, zur Weichteildeckung. Vielleicht kann man da nochmal eine Fragerunde an die Experten starten, ansonsten haben wir alles. Handwack, Martin, Mikro einschalten. Also die WAC-Therapie ist ja ein sehr gutes Verfahren, um die Wunden zu reinigen und abzudecken. Aber sie bewirkt auch eine sehr starke Granulation. Und Granulation an der Hand bewirkt immer gleich extreme Verklebung. Das heißt, wenn man WAC-Therapie an der Hand macht, dann wirklich nur ganz, ganz kurzfristig, auf keinen Fall längere Zeit, weil dann ist alles an der Hand, was irgendwie beweglich sein soll, verklebt. Und deshalb sollte man WAC an der Hand möglichst vermeiden. Vielleicht ergänzend, ich kann mich kaum an einen Fall erinnern, wo wir an der Hand eine WAC-Therapie gemacht haben. Sicherlich eine absolute Rarität. Kommen wir in den Bereich des Unterarms, sieht die Sache anders aus. Ja. Okay. Kommentar noch aus Hamburg, der Freien und Hansestadt. Zum WAC oder grundsätzlich, ich habe auch gerade überlegt, ob wir den WAC an der Hand hatten. Also weißer Schwamm vielleicht, kann ich mich einmal daran erinnern, mit ganz, ganz wenig Sog, aber ist bei uns jetzt auch nicht Standard in der Behandlung.
Also da sagen wir auch eher nein. Gut. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich, wir sind gut in der Zeit, ganz herzlich bei allen Teilnehmern, Diskutanten, aber auch bei insbesondere bei den Referenten bedanken. Ich fand das heute wieder eine sehr gute Auftaktveranstaltung in 2021. Wir werden wahrscheinlich schon noch länger in diesem Format uns treffen dürfen, müssen. Ich wünsche euch alles Gute und wieder der erste Mittwoch im Monat ist praktisch der AUC-Nachmittag ab 17 Uhr. Das nächste Thema haben wir schon herausgesucht. Das wird auch sehr spannend. Es geht um kindliche Frakturen und ich freue mich, Sie, euch dann wiederzusehen. Schönen Abend und bis bald.